Freunde, was geht ab? Es ist Donnerstag, also es gibt eine neue Eventwoche in GTA Online und heute Morgen erschien auch ein neues Dripfeed-Fahrzeug. Ziemlich nice, dass das nun doch noch passiert ist, nachdem ja eigentlich letzte Woche schon ein neues Dripfeed-Fahrzeug hätte erscheinen sollen. Aber neben diesem neuen Auto hat die Eventwoche auch noch ein anderes richtig großes Highlight, was sich auf ein Business bezieht. Alles in allem ist das wieder eine sehr nice Eventwoche, die man echt weiterempfehlen kann, sogar die Rabatte sind teilweise auch ganz gut. Viel Spaß mit dem Video! Ja, gestern war ja Valentinstag, weil heute aber eine neue Eventwoche losgeht, ist halt nichts mehr von dem Valentinstag im Spiel vorhanden. Also ab heute sind auch die ganzen Valentinstag-Gegner-Modi und so weiter aus dem Spiel wieder entfernt. Aber egal, was steht denn jetzt im Diamond Casino für ein Fahrzeug? Hier steht ein Fahrzeug, was mich ein bisschen überrascht hat, denn hier steht der Albany Brigham und den kennt man jetzt wahrscheinlich noch, wenn man da schon GTA Online gespielt hat, vom letzten Halloween. Denn für den Brigham konnte man damals die Geisterschatzsuche machen, wo man als Belohnung das Ghost Explorers Design bekommen hat. Falls ihr euch jetzt fragt, nein, man kann die Geisterjagd jetzt nicht wieder spielen, dafür müsst ihr leider noch bis Halloween warten, vorher werden die Geister nämlich nicht zurückkehren und vorher wird es auch nicht das Ghost Explorers Design geben. Der Brigham würde euch jetzt auf jeden Fall normalerweise 1,5 Millionen Dollar kosten und das ist für so ein altes Auto schon eine ganze Menge Geld. Denn wie performt dieser Formel 1 Wagen so? Leider nicht so gut, die Höchstgeschwindigkeit ist nicht sehr schnell, dann ist auch noch die Beschleunigung nicht wirklich stark und das Handling, das ist auch sehr schwammig. Man muss leider sagen, ohne Ghost Explorers Design ist der Wagen ziemlich nutzlos. Also das Design macht den Wagen jetzt auch nicht schneller oder irgendwie so, aber zumindest sieht er dann besser aus. Beim Tuning hat man dann aber auch fairerweise noch die Wahl zwischen 10 verschiedenen Designs, wovon eins jedoch für GTA Plus exklusiv ist, das bedeutet für Otto Normalverbraucher, was ein Almanwort, gibt es nur 9 Designs. Nichtsdestotrotz würde ich euch trotzdem raten, den Brigham zu drehen, da ihr vielleicht letztes Jahr an Halloween nicht die Geisterschatzsuche gemacht habt und das dieses Jahr nachholen möchtet. Dann habt ihr nämlich passend dazu später schon mal im Jahr den 1,5 Millionen Dollar teuren Brigham. Also das Diamond Casino Fahrzeug ist schon für einige Spieler ziemlich cool. Mal schauen, ob man das jetzt auch über das LSK Preisfahrzeug sagen kann, denn hier steht noch bis zum 21. Januar der Vapid Caracara 4x4. Der kostet euch normalerweise 875.000 Dollar, ist aber kostenlos, wenn ihr 2 Tage lang in Folge in die Top 5 der LSK Rennserie kommt. Und das ist wirklich eine super geringe Leistung, die man dafür nur erbringen muss. Zum Caracara an sich, der ist voll das Monster und voll das Viech, ey, voll übel, denn er basiert auf einem Ford F-150 der dritten Generation und dem Ford Raptor von 2017 und einen Ford Raptor hätte sich Rainer gekauft, hätte er mehr Geld durch die Schanze bekommen. Und auch wenn der Vapid Caracara 4x4 ziemlich krass aussieht, ist er jetzt nicht der schnellste Offroader im Spiel. Der ist zwar schon recht schnell, aber kann leider einfach nicht mit den Besten seiner Klasse mithalten. Was ihr auch noch beachten solltet, die Reifen sind bei diesem Fahrzeug sehr gut sichtbar und überhaupt nicht geschützt. Ihr solltet also auf jeden Fall schusssichere Reifen kaufen, da ansonsten die Polizei, NPCs oder auch andere Spieler super easy euch am Flüchten hindern können, indem sie einfach die Reifen zerschießen. Designs gibt es natürlich für den Caracara auch wieder, vielleicht kann man es sich mittlerweile schon denken, wie viele es gibt, denn es gibt 10. Und by the way, Rockstar Games mag den Wagen wohl sehr oder vielleicht auch gar nicht, denn es gab ihn jetzt schon 3-mal auf dem Casino-Podium kostenlos und jetzt noch im LSK Meet, also er wurde schon insgesamt 4-mal verschenkt. Wenn ihr ihn for free wollt, wie gesagt, 2 Tage lang in Folge in die Top 5 der LSK Meet Rennserie kommen. Weiter geht's im LSK Meet mit den 3 neuen Testfahrzeugen, welche man probefahren oder auch direkt kaufen kann. Das sind nämlich momentan der Bravado Buffalo, der Chival Fugitive, Jesus, Alter. Und die Dinka Dalti. Die kann man alle ganz getrost ignorieren, sind nämlich absolut standardmäßige NPC-Fahrzeuge, die ihr auch so auf der Straße bekommt. Das sieht aber beim neuen HSV-Testfahrzeug für PlayStation 5 und Xbox Series-Spieler schon ein bisschen anders aus, denn hier steht der Weenie Easy Rally HSV, ist eine echt schnelle Seifenkiste, die man sich gerne mal holen kann. Neue Autohäuser-Fahrzeuge gibt es auch noch. Im Luxury Auto Store steht so der Galivanta Baller STD und der Vapid Dominator GT und davon ist jetzt bestimmt kein Fahrzeug komplett neu im Spiel, deswegen machen wir jetzt auch weiter mit Simeons Auto aus, denn hier stehen der BF Raptor, der D-Class Lifeguard, der D-Class Vamosta. Ne, der ist doch safe was mit Autokorrektur falsch gelaufen. Der wird doch nicht Vamosta heißen. Ja, Vamos heißt der. Was ein Scheiß, Alter. Der D-Class Vamos, Ocelot Locust und die Western Bagger. So, nachdem in den Autohäusern jetzt wirklich absolut nichts Berichtenswertes gewesen ist, kommen wir mal jetzt schnell zum neuen Dripfeed-Fahrzeug, was man seit heute Morgen in GTA Online endlich kaufen kann. Denn gestern war ja Valentinstag, da ist der ein oder andere vielleicht ins Vanilla Unicorn gegangen und ist dann heute Morgen leider mit einer STD aufgewacht.
Am Englischen funktioniert der Witz deutlich besser, deswegen scheiß drauf, seit heute Morgen gibt's endlich den neuen Baller STD für 1,715 Millionen Dollar zu kaufen. Dieser SUV wird von ziemlich vielen Spielern erwartet, da er auf einem Range Rover L460 basiert und einfach ein sehr schickes Aussehen hat. Wie auch schon in einem anderen Video von mir angesprochen, unterscheidet sich jetzt der neue Baller STD mit seiner tieferen Frontschürze und dem doch sehr großen Panorama-Glasdach. Aber hier kommt der Punkt, der den Wagen dann wirklich sehr attraktiv macht, denn er verfügt über die Möglichkeit, in der Agenturwerkstatt mit einer sehr guten Imanitec ausgestattet zu werden. Ich hatte heute Morgen noch keine Zeit, den Baller STD in Ruhe mit Imanitec auszurüsten und zu testen. Da freue ich mich aber richtig drauf, das gleich zu machen, weil man mit einem intensiven Tuning inklusive Testfahrt easy mal eine Stunde verbringen kann. Also der Baller STD ist jetzt das neue Dripfeed-Auto für knapp 1,7 Millionen Dollar und man kann es sich kaufen auf Legendary Motorsport oder direkt im Luxury Autohaus. Dann gibt es noch bis zum 21. Februar die hölzerne Drachenmaske, das rote Kleid und das schwarze Mondneujahr-T-Shirt. Neu dazugekommen ist heute Morgen dann noch die Kontrast-Drachenmaske, die so aussieht. Ich habe jetzt ja schon meine Affenmaske für mein Outfit, aber vielleicht habt ihr Bock auf ein Outfit mit dieser neuen Drachenmaske. 100% safe for money boost. Für euren bestehenden GT Online Account gibt es bei meinem Partner JG Gaming. Ich habe meinen Account auch dort her und mit dem Code SLAG10 spart ihr nochmal 10% Rabatt auf das gesamte Angebot. So, weiter geht's jetzt aber mit wirklichen Highlights, denn nun erzähle ich euch, was Rockstar Games diese Woche alles besser bezahlt. Erstmal gibt's sage und schreibe fünffaches Geld in der P auf die Taxiarbeit. Ich habe davon auch mal eine gemacht und dafür gab es bei standardmäßiger Bezahlung 1049 Dollar, war aber auch nur eine einfache Fahrt. Heute hätte ich für diese Fahrt 5000 Dollar bekommen, also ja, ein kleines Nebeneinkommen ist da schon, aber eben kein großes. Dafür aber umso besser, doppeltes Geld in der P nach langer Zeit mal wieder auf die LSD-Verkäufe. Und das ist wirklich eine Gelddruckmaschine, denn in der vollen Lobby gibt es dafür bis zu 1,1 Millionen Dollar und was das LSD-Labor so unfassbar gut macht, ist die Tatsache, dass es wunderbar im Hintergrund funktioniert. Denn das LSD-Labor, das kann erstmal nicht geradet werden, anders als die MC-Unternehmen, da kann ja auf einmal alles weg sein, wenn man nicht aufpasst. Dann müssen nur die Vorräte beschafft werden, die recht lange halten und dann könnt ihr echt easy eine Stunde was anderes machen. Oder auch die Konsole weiterlaufen lassen und über den Fernseher oder Fire TV oder sonst was Netflix gucken. Das mache ich zum Beispiel öfters so. Durch das LSD kann man einfach pro Tag ganz, ganz easy 1 Million Dollar verdienen, wenn nicht sogar mehr. Und diese 1 Million Dollar, die verdienen sich auch, wie gesagt, im Hintergrund. Ihr könnt währenddessen ja auch was anderes in GTA Online machen. Wenn das Labor voll ist, muss man nur eine kleine Verkaufsmission mit seinem LSD-Labor-Liefermotorrad durchführen. Die Verkäufe laufen immer ähnlich ab und nach ein paar Verkäufen weiß man einfach, wie es läuft. Aber das ist nicht alles, was besser bezahlt wird, denn es gibt auch noch doppeltes Geld in der P auf die Fooligan-Jobs. Die kann man ja spielen, wenn man Dax anruft und pro Fooligan-Job bekommt man bei doppelter Bezahlung 100.000 Dollar pro Job. Ihr könnt also in der Wartezeit vom LSD auch gerne mal ein paar Fooligan-Jobs spielen. Oder gebt euch mal wieder die verrückte Story vom Drug Wars Update, die sich im Nachhinein ein bisschen wie so ein Fiebertraum angefühlt hat, denn es gibt doppeltes Geld in der P auf die erste und letzte Dosis. Ja, und dann gibt's noch doppeltes Geld in der P auf den Powerplay-Gegner-Modus. Das ist quasi ein Deathmatch, nur dass es 6 verschiedene Power-Ups zum Aufsammeln gibt. So kann man zum Beispiel die Zeit für alle Spieler langsamer ablaufen lassen oder bei den Gegnern das Bild stören oder sogar die Kamerabewegung invertieren. Wenn man also nach links gucken möchte, guckt man plötzlich nach rechts und wenn man nach oben gucken möchte, guckt man nach unten. Wer so gerne Deathmatches spielt, kann sich sehr gerne mal an diesem Modus versuchen. Ach, und ich meine ja gerade die Fooligan-Jobs solltet ihr gerne mal in der Wartezeit vom LSD-Labor spielen. Ja, das lohnt sich nämlich wirklich, denn wer bis zum 21. Januar 3 Fooligan-Jobs spielt, der bekommt nochmal 100.000 Dollar geschenkt. Und wenn man jetzt lustig rechnet, könnte man sagen, dass man dadurch insgesamt 400.000 Dollar bekommt, 300.000 Dollar nämlich als Bezahlung für die 3 Jobs und nochmal 100.000 Dollar als Bonus. Die Fooligan-Jobs sind übrigens wirklich teilweise lustig und auch gar nicht so schwer. Bevor ich jetzt aber zu den Rabatten komme, gibt es eben noch die 3 neuen Fahrzeugräume plus Fahrzeuge im Schrottplatz, denn man kann aktuell den Podiumsraub spielen und den Overflirt Tyrant klauen, dann kann man den Duggan-Raub spielen und den Lampadati Komoda klauen oder ihr spielt den McTony-Raub und klaut den Vapid Karakara 4x4, also das gleiche Fahrzeug, wie auch im LSK mitsteht. So, und dann gibt es jetzt noch neue Rabatte und echt passend zu den LSD-Boni gibt es 30% Rabatt auf den Brickade 6x6, das ist der LKW, den man zum mobilen LSD-Labor umbauen kann und mit 30% Rabatt kostet er noch knapp 1 Million Dollar, wer also einmal ein voll upgradetes Labor verkauft, der hat den Kaufpreis schon wieder drin. Und auf sämtliche Upgrades gibt es beim Brickade 6x6 auch noch 30% Rabatt. Das umfasst dann auch das LSD-Labor-Upgrade, was einem erlaubt, mehr LSD herzustellen und somit noch mehr Geld zu verdienen. Nun haben wir noch
30% Rabatt auf eine Handvoll Fahrzeuge. Es gibt nämlich 30% Rabatt auf den Anis 300R, der kostet dann noch knapp 1,4 Millionen Dollar. Dann auf den BF Raptor, der kostet noch knapp 450.000 Dollar. Dann der D-Class Warmos, 30% Rabatt, 417.000 Dollar noch. Dasselbe gilt für den Overflight Entity MT, der kostet noch knapp 1,6 Millionen Dollar. Und 30% Rabatt auf das Vapid Taxi, das kostet noch 455.000 Dollar. Aber Achtung, Finger weg, denn das Vapid Taxi, das ist ein Pegasus-exklusives Fahrzeug. Das heißt, ihr könnt es nicht in eure Garage stellen und könnt es dementsprechend auch nicht tunen. Also holt euch dieses Taxi bitte nicht. Und zum Schluss gibt es jetzt noch neue Gunvan-Rabatte, denn es gibt 30% Rabatt auf den Elektroschocker und der kostet jetzt noch 252.000 Dollar. Und wenn ihr jetzt sagt, Moment mal, gab es den nicht letzte Eventwoche erst? Ja, gab es. Da war der Rabatt aber exklusiv für GTA Plus Mitglieder. Jetzt kann sich diesen Elektroschocker jeder mit 30% Rabatt kaufen. Und abschließend gibt es noch einen letzten Rabatt, der ist aber exklusiv für GTA Plus Mitglieder. Das sind nämlich 35% Rabatt auf den Witwenmacher, 324.000 Dollar. Aber Achtung, das gilt auch wieder nur im Gunvan. Gut, Freunde, das sollte es aber auch gewesen sein. Wie ich finde, eine sehr gute Eventwoche. Direkt mal LSD herstellen, den neuen Baller SCD mit Imani Tech Tune und dann ein paar Fooligan-Jobs spielen. Aber was haltet ihr denn von der Eventwoche? Schreibt mir das gerne mal in die Kommentare und ciao.